Morgen, da ist er wieder. Ach Mensch, ey, der sieht immer so schnell um die Nacht. Jetzt zeige ich euch. Gestern noch eine Weile geschnitten. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt fahre ich wieder in die Schule. Jetzt jeden Morgen das Gleiche. Ja, will ich mich ärgern. Guten Morgen. So, jetzt wieder im Laden. Wieder mal und weiter geht's. Und naja. Bei dem hier muss ich auf ein Ersatzteil warten. Da ist ein neues Hinterrad drin. Und da kommt jetzt hier noch ein Schaltgriff ran. Eieieiei, naja. Ich ärgere mich gerade über einen Kommentar, den ich ich weiß ja nicht, wie man das nennt, Google-Rezession, weil ich da gelesen habe über diesen Kommentar mit den Muttern, diese zwei Muttern für 4 € Geschichte. Da ärgere ich mich richtig drüber, weil mich mein inneres Gefühl wieder mal nicht getäuscht hat, ey. Ach, das war so ärgerlich. Ich wollte eigentlich zu den sagen, habe ich nicht. Tatsächlich, dass ich eine Star habe. Ja, nun haben sie aber unbedingt Axtmuttern haben wollen. Draußen in der Raschel. Hatte ich aber leider nur noch spezielle Axtmuttern. Nämlich von Herkules mit schön mit diesem Logo drauf, noch im wirklich schönen Zustand, Edelstahl. Und die ich eigentlich nicht verbauen wollte. Ich habe gesagt, naja, ich hab mir 2 € das Stück, sprich 4 €. Ja, dann hat sie gleich rumgemosert. Oh, so viel. Und dann musst du ja nicht nehmen. Ich meine, mir ist scheißegal, was drauf ist, meinst du noch so. Naja, in dem Moment war sowieso, das war sowieso aus für mich. Ich meine, ich bin glücklich, dass ich sowas habe. Wenn ich dann mal ein Original Herkules, was wirklich im tollen Zustand ist, wo eben diese Muttern entfehlen mir 100%, ich fehlt dann irgendwo eine oder so. Ich baue das auf und habe dann diese originalen Muttern in Top-Zustand. Dann freue ich mich doch drüber. Die kriegt doch für 4 €, für 2 € ein Stück nur, wo ich kauft. Ja. Und sie sagt, das ist mir scheißegal, was drauf ist. Das ist so eine Nichtachtung. Aber ich mich freue über so eine Sache. Ja. Das habe ich ihr verkauft und dann gibt sie mir so einen Kommentar ab. Netter Mann, aber. Genau, weil ich bin nämlich vorher noch 3, 4 Mal gelaufen wegen dem. Noch hier was, noch da was, ne, da eine Kleinigkeit, da was angucken. Und so, ich habe ein Beratungsgespräch von 15 Minuten durchgeführt da bei denen. Dann haben sie 2 Muttern gekauft. Er hat gesagt, das ist okay, sie, oh, so teuer. Dann gibt sie mir so einen ollen Kommentar, hebt sie dann ab. Und das Schärfste ist, dann bringt sie mir die Muttern sogar noch zurück später. Ich sage, ja, komm, gib her. Hab ihr die 4 € wieder gegeben und dann war gut. Davon keine Erwähnung. Ja, aber das ärgert mich dann, weißt du? Weil ich vorher schon wusste, oh, die ist schwierig, habe ich ja gemerkt, als ich hin und her gelatscht bin. Ja? Als ich, mach mal dies noch, mach mal da, guck mal da. Und so, dafür gab es ja auch nichts. Dafür war einfach nur so der Kommentar dann als Dankeschön. Ja, das ärgert mich, weil das zieht dann, verzerrt dann immer so ein bisschen das Bild, wa? Innere Gefühl, immer noch verlassen. So, ich pack mal aus und mach mal los. 7 Minuten, 7 Minuten lang gelabert. Jo, dann geht's mal los. Wir haben ja jetzt schon 2 Aufträge heute Morgen. Einer kam jetzt gerade, einer war schon da. Es sind beides platte Reifen. Eieiei, was ist das denn?
So gerade, den kann man so ja noch mal nehmen. Ist ja ein Wahnsinn. Fängt man es natürlich auch durch. Bin ich denn? Ey, was ist überschwemmt mit diesen Billigrädern? Die muss man dann reparieren. Die gehen ja nicht zu reparieren. Weil die Präzision fehlt ja völlig. So, weg. Nächster Rad. Katastrophe hier. So, Schaltstift haben wir. Sehr gut, sehr gut. Abschneiden, dann die Abdeckkappe hier hinten aufsetzen. Guckt, schon haben wir eine Dreigangschaltung hier hinten neu eingebaut. Tada! Das ist ein Ding. Genau in der Minute kommt ihr aber mit genau demselben Rad, mit genau demselben Problem. Alles kaputt hinten. Und das Schutzblech ist auch so wabbelig wie das hier. Kann man aber nicht machen. Kann man nur zurechtrücken, festschrauben, fertig. Tja, was soll ich sagen? Jetzt ist hier Rad Nummer 2 am Stisser. Genau das gleiche Rad nochmal, was wir gerade eben hatten. Ey, Mann, mit genau im Grunde genommen dem gleichen Problem. Hinterrad kaputt. Der Ort des Problems ist das Hinterrad. Ich hol's. Bisschen lange gefahren damit, ne? Also manchmal muss man sich schon wundern, dass die Leute das nicht eher merken, dass da was kaputt ist. Also hier das Rad, also das Spiel hier am Rad und der Reifen. Schaut euch den mal an, wie der aussieht. Sieht aus wie eine aufgeplatzte reife Frucht. Ja, ist natürlich nicht mehr zu löten, ne? Die hat gerade überhaupt keinen Luftdruck. Naja, gucken wir mal. Ich baue das aus. Ab 2019 Biotonne gesetzlich vorgeschrieben. Ich fasse es nicht. Wenn man den Eindruck mit dem
ja nicht wirklich sauber hier. Handtuch. Na gut. Kann deine Frau in meine Waschmaschine stecken, das Ding. Ja, sehr gut. Ja, die arme Waschmaschine. Die arme Weißwäsche. So. Ja, der Weg kann man gleich noch einen kleinen Salm dazu schreiben. Unglaublich. Ey, wer kommt denn auf so eine Idee? Nein, die Regierung. Die BSR wird natürlich kontrollieren, da müssen die Tonnen ja leichter werden wieder. Ist er? Den nehmen wir im Videoschrott. Eieiei, unglaublich. Vorm Haus geht denn. Macht man das, versucht man das ordentlich zu halten hier und dann so weit. Dankeschön. Ich hätte aber. Du auch? Ich bin auch voll fertig. Ich habe jetzt nur diese Wurst gemacht, ja? Nur diese Wurst? Ja. Ist kaputt, ne? Ich bin trocken. Trocken? Nicht alle. Ich habe eine Scheibe mehr aufgelegt. Jetzt will ich weitermachen, mal gucken. Jetzt kommt bestimmt wieder einer. Hört sich so an. Das ist wirklich genial. So, und schon hat man den Schaft verlängert. Hier ist der Aufsatz. Zack, da kommt jetzt der Vorwurf. Das ist perfekt. Das hält. Das Ding will ich nicht im Downhill fahren, deswegen ist das in Ordnung. Juhu! Ja. Und was machen die lieben Kinderchen? Alles super. Wachsen und gedeihen. Ja, ja. Wie alt ist die Lütte jetzt? Die ist die kleinste, 2. Viel raus.
nur ein paar Meter bin ich ja auf der Autobahn, also hinten die Ausfahrt da, ne? Genau, Berliner Ring. Genau den Punkt braucht man. Ich komme jetzt zu dir, mein Fahrrad, mein Hinterlicht geht nicht. Darf ich? Ja. Ich könnte mir vorstellen, das letzte Mal, die Birne hast du mir nicht ausgewechselt, dass vielleicht die Birne wieder Probleme hat, weil es war auf Birne. Einmal aus. Birne. Ist da überhaupt Kabel dran? Ja, ach so, dann mach mal auf. Ah, Mann. Siehst du schon? Siehst du schon? Ah, ist das schwarz? Wie passiert sowas? Ist die einfach dann durch? Oder hat sie Probleme mal gehabt? In der Vergangenheit. Schwere Kindheit. Hier hat es angefangen. Dann Metastasen. Naja, und irgendwann ist der Ofen aus, ne? Das sag ich. Und sonst so? Du, heute habe ich einen guten Tag. Ich habe sehr schön geprobt, weil ich gerade wieder mein Tiermusical spiele, was ganz toll ist. Ja. Und aber ich habe auch schlechte Tage, weil ich dann manchmal nicht weiß, wie das jetzt weitergehen soll mit meinem Leben. Kennst du, ne? Warte. Kennst du, oder? Bist du Menopause oder was? Nee, aber so, weißt du, ich bin ja freischaffend. Das ist manchmal hammermäßig. Ach so, ja. Die kennst Existenzängste. Naja, so. Und dann als Künstler ist ja auch, manchmal denkst du so. Weg doch, was Vater immer nee, und Mutter. Nee, das denke ich nicht. Das denke ich gar nicht, hätte ich mal. Überhaupt nicht. Nee, das ist gut. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe es sehr. Ich bin wirklich happy damit. Aber es wäre halt geil, wenn es. Also, ich war mal 4 Jahre fest angestellt am Theater. Das war natürlich ein Kracher, weil. Ja. Hast halt immer deine Kohle und machst auch noch einen schönen Job. Geil. Ich habe online mein Abitur, weil ich will mit dem YouTube-Kanal natürlich weitermachen und so. Gucken sich 23 Millionen Leute an. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich glaube, man muss leidenschaftlich dabei sein. Ich glaube, ich bin nicht leidenschaftlich genug dabei. Liebe Leute, tut mir echt leid, ich bin nicht leidenschaftlich genug dabei. Naja, jedenfalls bei der. Achso, du nimmst es doch. Ja. Ey Leute, ich brauche ein paar Klicks. Weil dann bin ich berühmt. Ich brauche einfach ein paar Klicks. Klickt doch einfach mal bei ohne mir. Klicks ich wohne. Wohne Birknerstraße. Ey, sag ich nicht laut, ne, kommen die wirklich und klicken. Die wohnt Birknerstraße. Nein. Jetzt brauche ich eine Birne. Birnerstraße. Die Birne ist kaputt. Ist sie kaputt? Guck da mal ins Licht. Du hast ja gesagt, das ist schwarz. Ja, ist auch durch, ne? Ja. Und der Thomas, der beste Fahrradmann der Welt. Man merkt nicht, dass es ein Fahrradladen ist, weil er ist einfach noch nicht so richtig. Voll gerümpelt. Aber er ist gut, weil er hat die Birne für mich. Ich hab die Birne. Jetzt kommt die Birne. Geil, das können wir uns doch mal angucken, was da los ist. Ja. Holst du mir eine Birne? Ich hole jetzt eine Birne. Oder soll ich selber eine Birne holen? Ja, ich glaube, ich hole eine Birne. Bitte. So, das ist gut. Mach mal. Birne. Setz mich hin. Er holt die Birne. Ich bleibe aber so lange hier sitzen und halte die Stellung. Denn falls jetzt ein Millionenangebot kommt mit einem Fahrrad, ein Millionen-Milliardärs-Angebot, dann sage ich, warten Sie einen Moment, der Thomas holt eine Birne, weil der hilft mir gerade extrem. Weil ich habe ein Problem und es ist interessant, ich komme hierher und der löst das Problem. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, ihr müsst einfach herkommen. Also wenn jetzt ein Millionenprojekt hier vorbeikommt, also so 80.000 Fahrräder, die kaputt sind, das sind ja dann 1 Million, wenn er die alle repariert. Jetzt holt er aber erstmal nur sein Latte Macchiato, weil er trinkt halt sehr gern Latte Macchiato. Er trinkt aber Milch mit ein bisschen Kaffee. Also es hat eigentlich nur mit Latte zu tun. Hast du die Birne drin? Ich mache hier so. Die Birne. Ich halte die Stellung, weißt du? Muss mich strecken. Ey, sag mal,
Nee, okay. Der Handschuh nicht ab. Was ist denn da? Sag mal, ist hast du eine Birne? Improvisiert. Oh. Vielleicht auch auf Tasche sowas. Bist aber nochmal runtergegangen für den Latte, ne? Seit 1870. Hammer. Seit 1870. Willst du die alte aufheben, irgendwas damit machen, Kunst. Du kannst ja nicht die jetzt vertauschen. Nee, mach nicht. Verkaufst im nächsten. Und dann sagst du dem. Pass auf, und dann sagst du dem. Das ist seit 1870. Das Wasser, das Licht geht. Siehst du ja, sehe ich. Das ist fertig. Nee, ist UV-Schwarzlicht. Also, ist ja auch, machst du 1 Euro? Danke. 1 Euro? UV. Muss ich jetzt irgendwas beachten hier? Ja, die Stromrichtung. Okay, richtig. Ja, immer richtig. Immer richtig Strom. Darf nicht in die falsche Richtung Strom. Okay, Achtung! Kontakt! Oh, Alter, hat leuchtet hier. Frau Dings hat Bums. Er hat das Problem gelöst. Und sie hat drin geschraubt, aber jetzt klappt. Ja, es strömt so vor sich hin. Fantastisch. Ich bin total stolz auf dich. Hast du gut gemacht? Du bist engagiert, Festanstellung, Theater, überhaupt kein Thema. Andersrum, erst oben, dann unten. Erst oben, dann unten. Okay. Im Leben ist das anders. Oben, dann unten. Ah, schaffe ich das? Ist das richtig? Und wenn ich jetzt Millionen hätte, ich würde sie dir geben. Für diese eine Brille, diese Millionen? Weil in sich die Unterhaltung war ja schon Hammer. Millionen wert. Finde ich auch. Bei dir immer jedes Mal, wenn du kommst, sowieso Millionen, wa? Millionen? Du hast angefangen mit Millionen. Leute, ihr müsst halt einfach auch mal vorbeikommen, weil dann könnt ihr mich und ihn kennenlernen. Genau. Bei mir müsst ihr an der Birknerstraße klingeln. Krissel? So wie teuer? Ich habe ja echt die meiste Arbeit jetzt gemacht, ne? Ja, stimmt schon. Birne, ein Euro, ne? Ein. Ich weiß. Eine Birne. Hast du heute richtig verschwendet? Durch deine Anwesenheit, ich muss dich unbedingt. Buch mich und wir machen Millionen Klicks und dann teilen wir das Geld. Also ich meine, es wäre total toll, wenn jetzt noch mehr Leute klicken, weil dann halt macht jeder 50.000, jeder für im Monat 50.000. Ich mach's mal auf Englisch, weil damit die Leute es verstehen. Sprechen ja eigentlich only the people speak English in this area. Ja, wir müssen das auf Englisch machen. Weißt du? Ich kann das ja nicht. Ja, ich auch nicht, aber sind das Englisch? Englisch. Nee, ich finde es schön, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, ist alles gut, alles super. Ich glaube, es läuft. Ich glaube, ab jetzt läuft es auch. Ich habe jetzt so viel Input gegeben. Ja, Hammer. Ich bin ja richtig, bin ja zwanghaft vom Licht. Das muss gehen. Geht aber voran nur. Ich habe mich ja hochgeschraubt von 80, habe ich mich ja hochgeschraubt auf ich habe mich ja hochgeschraubt. Auf wie viel? Auf, 200? Klicks? Nee. 700. Das ist aber viel. Von den Kuh. Vielleicht dafür, seitdem ich da mal vorbei. Ja, einmal bist du da gewesen. Als kann das sein, dass es mit mir zu tun hat? Naja, ja, ich frage das schon jetzt wirklich offiziell. Leute, wenn ihr das guckt, ist es interessant, wenn Leute wie Icke da reinsprechen? Oder sagt ihr, ey, die ja, aber die fragen sich doch, wer ist denn das? Also ich werde mich jetzt fragen, wer ist denn das? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Soll ich jetzt sagen? Na, bist du wer? Ich bin wer. Sag mal, ich heiße Emma Rönnebeck. Ja. Sagt die Emma. Und hier spricht Emma, ne? Das ist hier ein Thema. Und da ist in meinem Körper sind andere noch drin. Ja. Die kommen manchmal raus. Ja. Das proklamiert, wird dann proklamiert. Ich danke dir, es war sehr schön. Und ich will, dass noch mehr Klicks kommen. Ich komme. Wir können ja mal überlegen, ob wir so ein Ding machen, dass wir einmal in der Woche hier so ein Kiezsenf, ne? Wollten wir ja schon mal, ja? Ja. Du bist ja hier. Ich bin ja da. Im Winter sowieso. Im Winter. Danke. Bis gleich. Achtung. Jawohl. Was ist wieso? Was ist das Problem? Ich weiß auch nicht. Ciao. Ciao. Immer diese Schauspieler, müssen immer so Schauspieler. Das ist die Emma Rönnebeck. Die war jetzt mit Emma weg. Ja. Ist acht Jahre ist sie. Oh, schön. Bobby, wie alt bist du? Ich wäre ja 67 im Oktober. 67, echt? 67. Ja. Ich will ja noch gehen, dass ich selber noch erste Lippenkurse unterrichten kann. Aber du kannst ja kaum noch laufen. Aber der Sohn ist noch klar. Aber wie willst du das machen, wenn du nicht mal laufen kannst, richtig?
sei mal froh, du hast alles noch. Mit dir ist alles noch in Ordnung. Du musst die Hütte aufpassen. Nee, na, von der Schule ja auch nicht. Doch. Wie doch? Von der Schule werden wir schmutzig. Im Pausenraum. Von der Arbeit hier werden die schmutzig. Aber du hast ja so eine Schicksal. Der Teig sauber gemacht. Achso, das ist neu. Das ist nicht neu, das ist gebraucht alles. Der kommt dann hier ran. Wow, das sieht so toll aus, oder? Nee. Was macht das da rein? Jetzt müssen wir Schrauben rein. Wie doch? Wie kommt sie rein? Da. Rein Schrauben? Da. Damit. Das Fahrrad, dann luftet ihr, wenn sie es nicht zusammen gebaut wird. Ja. Nee, ich meine, wirklich, ich sag das kurz. Polieren. 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 So, Fett haben wir schön drauf. Jetzt kommt das Lager drin. So ist das Rad mit dem Rad für heute. Das ist schön schwer geworden. Aua! Nadel. Oh. Deswegen immer kontrollieren und deswegen eigentlich auch immer aufpassen mit den Händen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mich nicht verletzt, das war nur ein Schreck. Jetzt kommt der jetzt kommt der Speichenwechsel. Was für ein Riesenrad. So, okay, Speicher habe ich ja schon raus.
zwei Speichen. Drei Speichen. Fertig. So, jetzt ist Feierabend. Ich bin oben angekommen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Jetzt habe ich viel zu sichten, viel zu schneiden. Bis morgen.